Was machen denn die wirklich erfolgreichen Unternehmen? Was machen die denn anders? Das erste ist, die haben einen Unternehmenszweck. Die wissen, wofür sie das tun, was sie tun. Das zweite ist, diese Unternehmen haben Prinzipien, Core Values, die sie sich erarbeitet haben, die sie sich im Alltag bewahren und die sie versuchen zu leben, nach denen sie ihre alltägliche Entscheidungen ausrichten. Die Mitarbeiter committen sich auf diese Prinzipien und richten ihre alltäglichen Entscheidungen danach aus. Ein Prinzip ist beispielsweise, jeder ist sein eigener IT-Manager. Dass es nicht nur darum geht, die IT-Abteilung anzurufen und sich zu beschweren, dass wieder was nicht funktioniert, sondern dass man erstmal probiert, selbst sein Problem zu lösen. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für seinen Bereich. Es geht darum, wenn ich ein Problem habe mit der IT, wenn ich eine neue Software mir wünsche, mal ein neues Tool haben möchte, dann suche ich mir das erstmal selbst, teste das selbst, bevor ich zur IT-Abteilung gehe. Da ist ein IT-Mitarbeiter.